Grüß Gott, meine lieben Leute, zum Probefahrt-Video der 97 Duke. Dieses Video wird freundlicherweise von meinem KTM-Händler ermöglicht, der mir für dieses Video die 97 Duke ausgeliehen hat für ein paar Stunden. Also herzlichen Dank an Ora Motors Graz in der Harterstraße 70. Dank Ihnen kann ich euch die 97 Duke etwas näher vorstellen, ein bisschen fahren damit, ein bisschen zeigen. Und sie ist auch schon eingefahren, 1000 Kilometer Service ist auch schon gemacht, was er gesagt hat. Also da kann ich schon ein bisschen Gas geben, ne? Reifen sind schon eingefahren, besser geht's ja nicht, ne? Wir sind aber etwas spät dran mit der Probefahrt. Damals die neue 96 sind wir als allererstes Probe gefahren. Aber ist mir so eigentlich lieber, so kann ich das Bike ja ein bisschen mehr hernehmen, brauche mir nicht so viele Sorgen machen wegen dem Grip, der Reifen und so weiter, und da passt alles. Hinter mir oben sitzt meine Freundin. Sie fährt jetzt heute als Sozius mit und testet sozusagen die 97 auch mit mir. Ich hatte auch vor, meine Partnerin alleine fahren zu lassen, während ich auf sie dann warte. Wir werden Richtung Weiz-Birkfeld fahren und dort ist etwas weniger los, ruhiger, und Kurven vor allem und Landstraßen. Und da lasse ich sie dann auch fahren, dass sie auch einen Eindruck davon kriegt. Jetzt geht es eher mal aus der Scheißstadt rauszukommen, weil es ist einfach, also in der Stadt freiwillig fahren, hey, da will ich nie ein Fan werden, das wird mir nie gefallen. Das werde ich ja niemals freiwillig machen, ganz sicher nicht. Du kannst verknicken, Alter. Es ist heiß, es macht keinen Spaß, wenn man nur Kerzen gerade ausfährt. Also es wird Zeit, dass wir endlich rauskommen aus der Stadt. Na, auf jeden Fall testen wir ja die 97 als eventuelles neues Bike für meine Freundin. Mal schauen. Was halt sofort auffällt, das Bike ist extrem leicht zu fahren. Die Kupplung ist zwar ein Seilzug, da war ich ja anfangs, als sie vorgestellt wurde mit Seilzug, ja etwas skeptisch, gell, weil ich mir gedacht habe, die 96 hat ja schon eine hydraulische Kupplung, warum dann wieder einen Schritt zurück. Aber nehme ich alle Zweifel zurück, die Kupplung ist hervorragend, super Feedback, greift sie super an, ist leicht zum Ziehen, total einfach mit Standgas loszufahren. Viel besser geht's gar nicht, ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, in der Stadt ist es da verdammt lustig zu fahren, sehr einfach zu handeln, leichter Lenker, sogar mit einem etwas recht flachen Reifen, oder hat das Bike trotzdem eine sehr handliche Form einfach auch. Ist sehr einfach zu fahren, sie fühlt sich sehr leicht an, also ich glaube, sie fühlt sich beim Fahren leichter an, als wie sie ist, obwohl sie ja vom Grundgewicht her auch schon sehr, sehr leicht ist, aber das fährt sie in der Stadt schon sehr hervorragend, von der Sitzposition her total angenehm, der Kniewinkel auch nicht zu spitz und gar nichts, gell? Also wirklich, kann man, also ich denke, man kann das sogar als Pendlerfahrzeug total super verwenden. Also die Kühltemperatur ist noch immer okay, der Lüfter läuft zwar, aber da war in derselben Strecke, bei den ähnlichen Temperaturen, war die 96er mit dem Kühlwasser schon ziemlich auf Maximum. Also da wird die 96 auf jeden Fall mit dem Single deutlich heißer eigentlich. Ist auch wirklich vom Gas her, ich bin gerade im Street-Modus. Ist total angenehm, ist überhaupt nicht ruppig, das Gas ist total sauber abgestimmt. Wirklich, da steckt, glaube ich, richtig Arbeit drinnen, also in dem Ride-by-Wire, das haben sie definitiv verbessert. Und es war damals eigentlich bei den KTM schon top. Und der Sound, also, das ist ein Wahnsinn, wie das tut, Alter. Das ist mit Serien-Eintopf, ich habe das jetzt schon immer öfters gehört, dass die Leute eigentlich vom Agratopf gar nicht so begeistert waren. Ich bin gespannt, ob da KTM überhaupt so viele Agratopf-Töpfe verkauft, weil das Volumen einfach jetzt bei dem Standardauspuff kleiner ist und dadurch klingt es halt auch so geil. Mit Agratopf wird sie halt tiefer, aber ich denke, es wird halt viel von diesem Spruch ein bisschen weggenommen, befürchte ich fast. Freitags in der Stadt ist halt auch eine volle Arschpartie, oder was da Verkehr ist, das ist ein Wahnsinn. Fuck mich voll, aber jetzt sind wir zumindest gleich draußen. Uns ist gerade aufgefallen, dass irgendwas ein bisschen klackert, während dem Fahren aber nur. Entweder ist es das Bordwerkzeug hinten drinnen oder sonst irgendwas hinten drinnen. Aber mir kommt vor, es kommt von vorn irgendwie. Vom Motor kann es nicht sein, weil es war im Stand beim Hochdrehen nicht. Ich glaube, das muss die Caden sein. Ich bin jetzt auch im Sportmodus drinnen, da ist das Gas deutlich aktiver, aber ich würde sagen, es ist fast schon so wie bei der
96er im Street-Modus eigentlich. Bei der 97 ist jetzt im Street-Modus eigentlich das Gas recht fein, also man kann schon relativ, also man hat nicht so eine hohe Empfindlichkeit. Jetzt mit dem Sport ist es schon deutlich höher, aber noch nicht wirklich störend oder so, gar nicht. Also das hat nur, wenn man halt einmal irgendwelche Kettengeräusche oder so, was scheint, dass es die Ketten sein muss, wenn man das einmal halt hört, hört man es immer, gell? Vielleicht die Kette ein bisschen zu stark gespannt oder so. Es macht wirklich Laune, der Sound ist Mörder. Blinken kennen die Grazer heute halt auch gar nicht, das kennen sie einfach nicht. Der Quickshifter greift wirklich auch unterdurch schon gut, auch wenn das Gas nicht ganz offen ist. Du siehst einfach, der Quickshifter, der ist integraler Bestandteil von dem Getriebe, von dem Motorrad, ist mitentwickelt worden, nichts, was einfach draufgeschraubt wird. Das ist einfach, du merkst es. Ja, das Gas nicht einmal halb offen und schaut super durch, Wahnsinn. Endlich haben wir ein paar Kurven. Bremsen ist ja super, gefällt mir richtig gut eigentlich, aber auch zum selber schalten hervorragend. Ein paar haben gemeint, dass dadurch, dass er einen Quickshifter halt eben hat, man nicht so ein Feedback wirklich auf dem Hebel hat. Ich finde, das ist gar nicht so wirklich wahr. Also ich finde, man merkt trotzdem schön jeden Gang einrasten, auch wenn man selber schaltet, und beim Quickshifter schalten auch, also man merkt einen schönen sauberen Druckpunkt, so zack, der rastet super ein. Zaubert wirklich ein extrem großes Grinsen ins Gesicht. Auf jeden Fall. Und die Leistung trotz Sozius jetzt hinten drauf steht gar nicht wirklich einer Supertürk nach, weil im Prinzip du kannst halt die 97er dadurch halt viel besser austragen. Was du mit der Supertürk kannst, du original einen Gang drei Viertel austragen und dann bist du echt schon zu schnell auf die meisten Straßen, dass du eh dann scheinlos bist. Das taugt man halt bei einem weniger hubraumigen Motorrad. Du kannst halt einfach durchdrucken mehr, du kannst länger drauf bleiben, du kannst dich gegen ausdrehen. Fühlt sich auch sehr stark wohl in der Kurve so. Man sieht ja, da sind die Straßen relativ schlecht, das denke ich, traue mich da bei den Kurven auch gar keine höheren Schädigungen gefahren. Es ist halt bei den Probefahrten, da bin ich generell nicht so der Wille. Fahrradmann bin ich generell nicht, aber da gehe ich eher ein bisschen ruhiger, das Bike hört mich nicht. Ich bin es nicht gewohnt. Ja, ich bin jetzt auch irgendwie heuer überhaupt gar nicht mehr wirklich zum Videos hochladen gekommen. Hätte sogar noch Content gehabt von voriges Jahr, was ich posten wollte, aber ich hatte absolut keine Lust. Es tut mir wirklich leid. Ist echt nicht vorbildlich für einen YouTube-Channel, aber ich bin einfach auf so viele andere Dinge konzentriert, fokussiert. Ja, habe einfach mal sozusagen eine Auszeit gemacht von mehreren Dingen. Ich habe keine wirkliche Freude am Videoschnitt gehabt. Ich habe gerade mal ein neues Intro gebastelt. Werde ich wahrscheinlich in diesem Video eh schon genommen haben. Aber sonst war es das dann halt auch. Und das tut mir halt irgendwie echt leid, weil ich hätte echt gern ein bisschen mehr Content geboten, weil ich hätte sie auch gehabt. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich über den Winter Material habe zum Hochladen. Aber bin es dann halt auch natürlich nicht dazu gekommen. Und das tut mir schon so weit leid, ja. Aber ich hoffe, dass das heuer irgendwie besser anfängt. Weil ich war jetzt auch schon zweimal krank heuer. Das hat sich dann auch so lange gezahlt. Ich bin jetzt auch noch nicht wirklich gesund. Noch ziemlich viel Schnupfen und ein Husten noch. Und es fängt sich auch nicht so wirklich gescheit irgendwie. Und ich weiß nicht, das ist heuer hat extrem schleppend angefangen. Das ist jetzt meine erste wirkliche Fahrt heuer überhaupt. Und das gleich auf einem neuen Bike. Ich habe gerade einmal unsere beiden Bikes, also mein Bike und die Partnerin eben ihr Bike, umgeparkt sozusagen von einer Ortschaft in die andere. Und da sind wir vielleicht auch nur 10 Minuten gefahren, also das kann man nicht wirklich zählen, gell? Sound finde ich richtig geil.
Das hat so viel Superduke-Gene. Der Clown wie ein Baby-Superduke, kann man sagen. Von Donau, obwohl es ein rein Zweizylinder ist und kein V2. Hat ja auch diese andere Zündreihenfolge oder diesen Hubzapfenversatz, je nachdem, weiß nicht genau, was bei dem jetzt gemacht haben, aber kann man ja alles nachlesen. Aber es klingt einfach nicht so, wie ein typischer Reihen-Zweizylinder klingt. Also klingt viel munterer, klingt viel kraftvoller einfach. Was ich richtig cool finde. Was bei dem Bike richtig gut passt da. Karl Stahl auch, so mit 65 im fünften Gang fahren. Rupert überhaupt nicht wild. Ein großes, erwachsenes Bike, so finde ich. Das ist überhaupt nicht kindisch oder kann man auch überhaupt nicht mit den 390er oder 125er mit dieser Bauklasse oder mit dieser Qualität irgendwie vergleichen. Man sieht wirklich, das schaut wirklich hochwertig aus. Ich muss jetzt auch sagen, ich bin auch von den Reifen begeistert, war ja auch sehr, sehr skeptisch. Maxxis-Reifen, ja, ist im Motocross glaube ich auch eine Nummer und Autoreifen und so, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Aber ich bin eher so ein Typ, der eher Premium-Reifen kauft. Beim Motorrad würde ich persönlich nicht sparen bei den Reifen. Aber ich glaube, der Reifen, der kann was. Der fühlt sich ja richtig gut an. Er ist halt ziemlich flach von der Bauer, dadurch wirkt er halt auch breiter, was auch wieder geil ausschaut. Ich denke, wenn man da jetzt noch so einen Metzeler M7 oder so drauf tut, der dann noch ein bisschen steiler ist, von der Kontur her, wird das Bike sicher noch viel mehr handlicher. Ist halt dann die Frage, ob es dann kipplig wird. Müsste man ausprobieren, aber glaube ich fast gar nicht. Es ist so nämlich auch. Man merkt irgendwie, dass der Reifen flacher ist. Also fährt es ein bisschen, glaube ich, wie so ein Tourensportreifen, ja. Aber das Handling ist trotzdem sehr präzise. Man lenkt ein, man gibt einen Impuls. Das ist so easy. Er hat richtig kräftig geschmollt. Also so ein paar 7000 Touren geht's los. Leute, da ist nochmal so richtig Barz, Junge. Was ist das so richtig so? Da schreit sie dir an. Und da druckt sie auch richtig. Also das kenne ich von der Super Duke, wo man dann wirklich sie am Lenker klammert, weil sie nach hinten zahlt. Sie ist natürlich auch noch ein bisschen stärker, weil der Soltius sie hinten ein bisschen anholt, gell? Aber ich kenne das genauso von der Super Duke. Das reißt sie dann auch. Und ist von unten aus schon recht warm und stark und dann oben aus nach oben. Ist richtig so, Batz, was du denkst, ja, in your face, was ist das so? Und das geht. Also der 105 PS ist für die Klasse perfekt. Für das Gewicht und ja, das passt. Ich versuche auch das Ganze objektiv natürlich zu betrachten. Ich bin natürlich voreingenommen von KTM, ich bin ein riesiger Fan. Ich finde das, was sie machen, geil. Wobei ich bei der 97 anfangs schon sehr kritisch war, also sehr skeptisch war da. Und mir das genau angeschaut habe, so, yeah, ja, ist das was der? Und das Heck, ich muss auch ehrlich sagen, das Heck haben sie versammelt. Das ist, das passt nicht dazu. Auf der anderen Seite kann man es auch verstehen. Der Vorteil ist, wenn man alles runternimmt, hat man hinten kein Licht und gar nichts. Und das Heck wird dann sehr, sehr schlank. Und es erinnert sogar zum Teil an die Prototypen. Und das schaut, wenn man das für die Rennstrecken, das Heck alles auch runternimmt, schaut das genial aus. Das ist wieder richtig geil. Und ich denke, der Zubehörmarkt richtet es dann auch. Ich bin auch gespannt, was von anderen Herstellern kommt. Ich bin sonst nämlich auch jemand, der eher Powerparts nimmt, aber mal schauen, was dann natürlich vom Heck her schöner wird. So was dann einfach drauf und die Sache ist auch geregelt, gell? Und sonst gibt es dann aber jetzt wirklich nicht mehr viel zu meckern, weil das mit der Kupplung hat sich komplett gesagt, dass das voll wurscht ist, ob das ein Salzug ist oder eine hydraulische. Es ist trotzdem genial. Und wie untertourig man da fahren kann, 2,5 Touren, 3000 Touren. Wenn man schön sachte mit dem Gas ist, da ruppert nichts, das läuft super. Hat sogar noch einen richtig geilen, bösen Sound von hinten. Und nein, ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert und ich versuche es auch wirklich so objektiv wie möglich zu sehen, ohne allzu viel voreingenommen zu sein, was ich halt trotzdem bin, aber versuche halt trotzdem Spikes so zu sehen, wie es ist, ohne mich gleich zu verlieben, weil das passiert nämlich bei mir halt auch recht schnell. Ich verliebe mich schnell in was. Ich finde auch, die Vibrationen sind überhaupt nicht Rede wert. Und im Sportmodus ist natürlich das Gas schon ein bisschen ruppiger, wenn man es auf und zu macht. Aber man kann das super, mit schönem Handgefühl kann man das super abfangen, ohne dass es verhupft. Da bin ich da gefahren, glaube ich, MT-07 Yamaha.
Da habe ich versucht, trotz mit dem Gas, sogar sachte, wirklich sachte, dass es nicht rupft. Aber beim Gas schließen und beim Gas öffnen, egal wie sachte, es ruppert einmal kurz. Und das ist für mich dann nicht gut abgestimmt, was da wieder hervorragend ist. Das hat aber KTM schon damals, bei meiner 96 2014 war das Gas schon super abgestimmt. Und dann bei meiner Partnerin, ihrer 96 Duke 5, war es dann natürlich noch besser. Bei der Super Duke auch, wo ich ein unheimlicher Fan von dieser Gasabstimmung, von diesem Ride-by-Wire. Das ist richtig geil. Bin ich kurz eine kleine Runde alleine gefahren, also halt nur das kleine Stück da, weil wir müssen noch nicht wieder zurück, weil es ist so verdammt viel Verkehr, dass es eigentlich gar nicht lustig ist, weil wir haben auch nicht so viel Zeit. Wir müssen noch nämlich wirklich schon zurück, weil ich glaube, so viel Verkehr wie heute ist, brauchen wir sicher 1,5 Stunden noch Graz rein, was ja ein Witz ist. Jetzt sitzen wir wieder beide drauf. Jetzt geht es wieder retour leider. Haben es leider nicht ganz nach Bickfeld geschafft, weil der Verkehr einfach ein Frecher ist heute wieder mal. Und man braucht dafür Strecken, was normalerweise viel, viel schneller geht, braucht man gleich mal die doppelte Zeit. Und das ist halt schon aus der... Das Bike ist wirklich super. Wir haben geschaut, die Kette schaut ziemlich trocken aus. Das Deck hat wahrscheinlich nachgeschmiert und das wird wahrscheinlich auch quietschen. Macht nämlich meine Arme super Duke, wenn die Kette trocken ist, dann quietscht das ein bisschen. Aber kann man nicht am Bike anrechnen, ganz und gar nicht. Aber allein was der im sechsten Gang noch Schmalz hat, das glaubt man gar nicht. Weil es alle irgendwie gemeint haben, ja, die Leistung kommt erst so wirklich bei 7000 Touren. Stimmt schon, aber was man schon bedenken muss für einen reinen Zweizylinder, dass der Drehmoment von unten aus, der Drehmomentverlauf an und für sich, sehr gut ist. Hatte ja fast bis zum Schluss so meine Zweifel, aber ich wie dann nachträglich die ganzen Testvideos gesehen habe und die ganzen Journalisten, was das Bike glaubt haben, auch Privatpersonen, die ich ein bisschen kenne, haben es schon geglaubt, auf Instagram und so weiter. Und das Bike wird jetzt über der Probe gefahren, das ist ja Wahnsinn. Die Leute fahren da glaube ich echt gerne jetzt Probe. Und ich weiß warum, also sie ist wirklich gut. Für das, was man da kriegt, das ist voll ausgestattet, Leute. Für Listenpreis 10.900 ist sie voll ausgestattet. Da ist der Quickshifter Serie, Launch Control Serie, Track Mode Serie, alles Dinge, die man bei der Super Duke noch aufzahlen hat müssen, sind da einfach dabei. Sogar eine Motorschleppregelung ist dabei, die eben mit der Anti-Hopping-Kupplung arbeitet. Falls man wirklich um ein Wild angeht, dass eben der Hinterreifen nicht zum Stempeln anfängt. Der
der Sitzkomfort ist gut. Lediglich die Sitze sind ein bisschen hart, aber es stört nicht. Es gibt wirklich härtere. Aber es gibt auch dann die KTM Powerparts Ergo Sitzbänke für Fahrer und Beifahrer. Und die sollten auch eigentlich weicher sein. Habe ich mal probehalber in den Track Mode geschaltet. Solche Sachen wie Launch Control und sowas traue ich mich echt nicht ausprobieren. Das muss ich mir ein bisschen auseinandersetzen vorher. Das Gas ist aber deutlich empfindlicher. Aber die Kennlinie, also die Drosselklappen dürfen da noch schneller mehr aufmachen. Und es fühlt sich schon auch geil an. Sie kommt da dann nämlich von unten aus noch den Moment stärker vor. Ruppig ist es als Gas, wenn dem nicht. Also man kann es trotzdem genauso sanft behandeln. Man muss halt einfach ein bisschen sanfter dran gehen. Aber das geht ohne Probleme. Also wir sind jetzt wieder in der Stadt, Verkehr ist wieder Arsch, die Hitze ist wieder Arsch. Ja, Stadtfahren ist schon, ich hasse das, Alter. Ich bin einfach gerne immer in Bewegung und nicht immer da am Ampel gammeln, Alter. Aber es ist wirklich laut genug, Leute. Also natürlich eine Spur gegangen jetzt noch, aber da wird der Zubehörmarkt richten. Wobei ich glaube, dass der Acra vom Volumen her zu groß ist. Und da wird halt viel von diesem Brapp weggehen, glaube ich. Also vielleicht irgendein Zubehöreintopf mit weniger Volumen. Der Spruch ist sicher heftig dann. Entschuldigung. So Leute, jetzt sind wir gleich wieder bei meinem Händler. Und dann werde ich das Video jetzt schon langsam beenden. Also für mich gibt es definitiv eine Kaufempfehlung. Fahrt es mal zumindest Probe. Oder wie der teilweise böllert. Das ist richtig geil. Also klangtechnisch haben sie da mit dem Serienendtopf. Über Geschmack lässt sich natürlich streiten, aber für den Serienauspuff haben die da was geschaffen, was richtig noch was tut, was Spruch hat. Aber wenn man den schreien lässt, hey, da geht richtig was ab. Also da braucht man sich echt keine Gedanken machen, dass das zu leise wäre. Und ich sage die Linien von ganzen Bike und so, also es ist wirklich interessant. Mein Partnerin ist auch gefahren und der ist auch wirklich begeistert. Taugt ihr da wirklich voll aus. Sie hat gesagt, es ist für ihr sogar ein bisschen leichter und stabiler zu fahren wie die 96 Duke. Also falls ihr wirklich aus der Grazer Umgebung seid oder generell in der Steiermark wohnt und einen guten KTM-Händler sucht, schaut nach Graz, schaut in die Harterstraße 70 zum Oramotors Graz und da fühlt ihr euch sicher super aufgekommen. Es ist einfach mein Lieblingshändler. Also bei allem, was wir gekauft haben, habe ich mit, also egal Auto oder Motorrad, haben wir uns da am allerbesten aufgehoben gefühlt. Und von dem her kann ich den wärmstens empfehlen. Danke an Oramotors nochmal, dass ihr mir die für dieses Video zur Verfügung gestellt habt.